Hallo, herzlich willkommen zur 168. Folge Let's Showplay Minecraft hier im endlich eisfreien Hafen von Neptuns Dank. Und ich habe inzwischen ein bisschen offscreen an der Kogge weitergebaut. Allerdings so, dass man halt noch sieht, wie ich jeweils gebaut habe. Es ist jetzt also hier der Mittelteil vom Rumpf soweit fertig. Ich habe jetzt hier aus Vollholz die Spanten mir gesetzt. Die Brücke, die hier drin war, die habe ich rausgenommen und stattdessen die Mastbefestigung hier unten so angedeutet, weil ich auch hier den Boden jetzt mit Halbstones hier hochgelegt habe ein bisschen. Dann wäre man also hier nicht mehr drunter durchgekommen. Wie sieht's unten am Rumpf aus? Das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben ja hier unten den Kiel, der geht ja noch eins tiefer rein. Sieht man da? Jawohl, da ist noch Holz. Hier geht dann waagerecht der Boden raus und ups, Luft holen. Geht dann hier über in die Bordwand und hier habe ich also einen Spanten zu sitzen. Und zwischen den Spanten und dem eigentlichen Boden habe ich nämlich Cobblestones reingesetzt als Ballast. Brauchst so ein Segelschiff, ja. Denn mit dem Mast oben und dann dem Segel dran, wird das natürlich, wenn dann der Wind oben ins Segel reindrückt, damit das Schiff nicht überlegt und sich kentert. Deswegen also hier unten im Schiffsraum, im Schiffsrumpf, der Ballast und darüber dann das eigentliche Deck, was jetzt so tief liegt, dass man hier nicht so einfach über die Seitenwände rüber gucken kann. Was aber soweit in Ordnung ist, denn die Kogge hatte, soweit ich es weiß, kein durchgehendes Deck, sondern war eben im Prinzip eine offene Nussschale. Unten halt den Steinballast drin, drüber einen Boden gelegt, auf dem man dann halt die ganzen Waren, die Lasten stapeln konnte. Ja. Und damit ich eben nicht allzu viel Platz hier in die Höhe verschwende, habe ich also hier Holzslabs genommen. Na, und dadurch kriege ich eben hier halt auch gleich das Wasser weg. Na. Zack, 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 zack. So sieht das hier dann also aus. Na, hier habe ich noch keinen Steinballast eingefügt. Und hier am Bug war ich schon auf einer Seite oder bin ich auf einer Seite so weit, dass ich hier den angefangen habe. Auf der anderen Seite muss ich halt die Form noch möglichst übernehmen. Schauen wir uns das mal hier auch ein bisschen unten an. Na, fängt also unten eben ziemlich nah am Kiel an und verbreitert sich dann oben. Und je höher ich komme, desto früher geht der Bug in die Breite. Geht der Rumpf in die Breite. Ja, das ist natürlich hier mit den Würfeln ein bisschen schwer nachzustellen. Aber man muss sich halt sehen, dass man sich da eben an die Form anpasst. Ansonsten habe ich eben auch noch, oh, es wird ja gleich dunkel. Na, macht nichts. Eben auch nach hinten noch weiter ausgebaut, den Rumpf Richtung Heck. Das wird also auch noch ein Stück weit in die Breite so weitergehen, denn das Heck ist nicht so scharf, so spitz geschnitten wie der Bug. Das wird hier also deutlich stumpfer als der Bug. Ganz klar, damit man halt vorne und hinten voneinander unterscheiden kann. No. Ja, ob ich das hier so mache mit den Stufen oder ob ich hier dann nachher doch richtige Steine oder komplette Blöcke einsetze und dann noch vielleicht Stufen rauf oder sowas, dass man hier rausgucken kann, weiß ich noch nicht. Und den Mast, den habe ich noch ein Stück höher gemacht und halt Leitern dran gesetzt, damit man da also hochkraxeln kann. Hüppelihüpf. So, hier können wir noch zack, das hier abladen, das brauchen wir nicht. Das Chicken können wir auch schon mal wegpacken. So, dann wird es erstmal wieder Zeit, schlafen zu gehen. Und ich habe jetzt die Aufnahme gestartet, ohne dass ich hier was zu trinken dabei habe. Werden wir gleich mal kurz Pause machen. Gleich so am Anfang eine Pause machen. Ist natürlich nicht so schön, aber egal. Aber wenn man schlecht vorbereitet in ein Let's Play startet, in eine Aufnahme, dann ja, muss man dafür büßen, ne? So,
Da wären wir wieder und geht also gleich weiter. So, dann werden wir heute die andere Seite des Bugs bauen. Dazu hole ich mir schon mal hier das Holz. Und dann möglichst eben auch den Rumpf zumindest vorne schon fertigstellen. So, zack. Ja, genau das sollte es nicht sein. Sondern so. Und, hupp, kurz Luft schnappen. Hier habe ich dann unten am zweiten schon einen dran. Ersten, zweiten. Ja, das dauert jetzt natürlich wieder ewig. Es sei denn, ich stelle mich so rauf, dann bin ich nämlich außerhalb des Wassers und kann hier nämlich relativ fix buddeln. Ja, das Hafenbecken muss hier einfach noch ein bisschen tiefer, um halt den Tiefgang für die Kogge zu schaffen. Hat zwar nur 2 Meter, aber es geht einfach von der Körpergröße der Spielfigur ausgerechnet, wenn man, die ist ja 2 Blöcke hoch, jedenfalls knapp. Ne? Und die meisten von uns sind knapp 2 Meter groß. Von daher, so genau wie man das hier eben in Minecraft nachstellen kann. Hops, knapp nach oben. So, haben wir hier also die Größe. Zack, Momentchen mal. Ach. Ups. Ja, da muss man natürlich immer aufpassen bei Unterwasserarbeiten. So, Achso, ich habe hier auf der Schicht angefangen. Das sind dann 2. Ups, so, hier. Sauber rumkommen. So, damit da die Luftblase verschwindet, muss ich den Holzklotz kurz weghauen. Na, dann kann das Wasser da nachströmen. So, hier hatten wir es. Und, na, ist das denn? Ja, so, zack und zack. So, da am zweiten und drunter habe ich dann nichts. Da der zweite, drunter nix. Wieso geht dann Birx? Der ist doch... Oh ja, doch, das fängt doch hier so steil an. Okay. So. Und zack, 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 zack. Hier auch schon mal den Platz für den eigentlichen Schiffsboden. So. Und wieder ab nach oben. Und jetzt kann ich also hier schön das dran setzen. Das geht ja hier bis nach vorne durch. Soweit die untere Lage. Dann, der hier setzt einen außen an. Geht dann einen nach außen für 2. Jetzt ist die Frage, ob hier... Ich glaube, das geht durch den da drüber. Denn der hier hat 2. Oh je, Mensch. Zählen. Das sind immer 2, einen versetzt, also schön im Pop. Kann jetzt natürlich durchaus passieren, dass ich mir da eine Unsymmetrie reinhacke, aber hier auf der Wasserlinie selber dürfte das eigentlich gar nicht so zu sehen sein, natürlich. So. Dann kommen 2 in die Richtung ran.
denn der? Wird ja hier. Und dann geht's raus nochmal. Moment mal, hier bin ich jetzt auf dem Spanten. Müsste noch ein weiter raus. 1, 2. Moment mal, hier am Spanten. 1, 2, 3 mit dem Spanten. Ach, das ist zack, so. 1, 2, 3. Dann kommt da unten noch einer rein. Dann ist der da. Da kommt's hin. Hier kommt der Spand, hier kommt der Spand. Nicht die Maus, sondern der Spand. Und hier schließlich, zack, die Außenwand. So. Und dann geht's. Irgendwas passt da nicht. Zack. Zack. So, und da müsste ich nämlich hier schon zack, zack sein. Das passt ja irgendwie. Irgendwie ist das Puppet. Da haben wir doch den Fehler. So, Unterwasser Holz hacken. Das wäre mal was für Eurosport oder so, ne? So, Dalle. Dann der ist da raus. So, und der hier geht hier noch ran. Und am Spanten haben wir Spand und einer nach innen. Das heißt, wir haben da. Ah, scheiß Strömung. So, der hier läuft ja zack. Zack. So, und hier am Spand. Ah, Fresse. So, der eine bleibt frei. So, aber hier unten. So, da natürlich auch der Boden hin. Irgendwie kriegen wir das schon passend. So, der hier lappt einen über und dann kommt da einer hin. Und wieder so und so. Und so. Na komm schon. So. Und jetzt können wir das hier unten so weit zumachen. Zack, zack. So, hier sind dann zwei frei. Das heißt, der kommt doch weg. Zwei und dann kommt einer hoch. 1, 2, so. Ups, so. Nicht dahin, sondern dahin. So, ich glaube, damit haben wir's. Das müsste jetzt nämlich so weit sein, dass wir es mit zack Cobblestone für den Ballast ausfüllen können. Oh, der muss natürlich so tief wie möglich im Schiff und der unterste Holz, die Holzreihe sind halt die Planken für die Außenhaut
Und dann kommt der Ballast und dann kommt das Deck drüber. Zack, zack, zack. Na komm schon, lass dich hier verlegen. Jo. Glaub mal, das sieht soweit schon ganz gut aus. Zack, dann können wir hier jetzt die... Ach, es wird ja schon wieder dunkel. Ja, okay. Also, ehe ich mich hier vor lauter verhasple. Mein Gott, jetzt palaver ich auch noch Blödsinn und mache mir einen Knoten in die Zunge. So, da hat sich gerade Minecraft verabschiedet. Warum, weiß ich nicht. Aber es geht ja Gott sei Dank ohne größere Schäden weiter. Ja, einer hat mir Seeds zugeschickt, Vorschläge. Die Frage ist nur, was soll ich damit? Ich werde diese Welt, die in 1.2 oder sogar schon 1.1 entstanden ist, ich werde diese Welt weiterspielen und nicht eine neue anfangen, wie so viele mit 1.8 oder 1.9 oder was auch immer da noch kommen mag. Die Frage ist also, was soll ich mit einem Seed? Ich überlege mal kurz. Ich überlege mal ein bisschen länger. Und muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was ich mit dem Seed anfangen soll. Weil ich, wie gesagt, diese Welt hier weiterspielen werde. Also, Seeds für die 1.8 oder 1.9 oder was auch immer da kommen mag, interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Weiß ich nichts mit anzufangen. Vor allen Dingen bin ich nach wie vor überzeugt. Kann man da jetzt sogar den Ofen abbauen? Nee. So. Ach, das ist der. Ja. So, okay. Jetzt ziehen wir das mal hier weg. Ja, das. Egal welchen Seed man nimmt oder ob man überhaupt einen Seed nimmt, um eine neue Welt zu generieren. Ihr kennt meine Devise, es gibt keine schlechten Minecraft-Welten. Sicher, klar, mit Seeds kann man sehen, wie also der Startpunkt aussieht, die Umgebung da. Aber wie es dann weitergeht, das liegt ja dann an dem World-Generator. Und das ist... ja, der entwickelt halt die Welt. Natürlich hängt das dann vielleicht auch vom Seed ab, was dabei rauskommt. Ach so, das hat er hier einfach noch durchgenagelt. Egal. Ja. Aber ja. Also es ist zwar schön, dass es die Sache mit den Seeds gibt und da kann man jede Menge Brimborium drin machen, so von wegen gute Seeds, schlechte Seeds. Wäre doch mal noch glatt ein Titel für eine Videoserie. In Anlehnung an gute Zeiten, schlechte Zeiten oder gute Zeilen, schlechte Zeilen. Aber für mich ist das Thema Seed einfach uninteressant. Ich habe meine Welt und die werde ich nicht ändern. Oder von der werde ich nicht abgehen. Ich werde jetzt nicht eine neue Welt anfangen, bloß weil 1.8 rauskommt. Oder 1.9 oder irgendwas. No. Das. Ja. Von daher, auch Texture Packs, nett, wenn ihr mir da Vorschläge macht, aber. Da möchte ich mich doch auf meinen eigenen Geschmack verlassen und möchte auch nicht unbedingt Mixpacks nehmen, obwohl das von Downy ja im Prinzip ein Mixpack ist, beziehungsweise auf einem Mixpack basiert. Natürlich hat er da noch eigene Sachen reingemixt, glaube ich jedenfalls. Falls nicht, korrigiert mich. Aber wenn, dann möchte ich eben pure Texture Packs, die also komplett neu sind oder komplett selbst gemacht sind, wo also wirklich alles anders ist als bei anderen Texture Packs. Ja. Misa zum Beispiel wäre so eine Alternative, aber hat natürlich schon jeder gesehen und kennt jeder und genau deswegen nehme ich es nicht. Ja, ihr kennt es ja ein bisschen, ich mache die Sachen alles ein bisschen
anders als alle anderen. Ja, von daher muss ich jetzt mal sehen, wie ich hier einen schönen scharfen Bug hinkriege. Der soll natürlich da noch einen überstehen. Das heißt, ich müsste hier enden. Und das macht das Ganze natürlich irgendwie für meinen Geschmack. Ist das... geht das hier zu weit raus? Das geht zu weit! So, dann machen wir das mal hier so, dass wir hier nicht... dass wir hier so lang erstmal auf dem Level bleiben. Dann können wir nämlich hier eine Ebene höher einen rausgehen. Und kriegen dadurch halt die Form hin. Nee, ich will nur einen raus. So. Da aber dann so und so. Und... ja, so und so. Und so. Und so. Ja, und dann komme ich hier auf die... auf die Breite. Ja, ist auch okay, dass das dann hier oben schneller breiter wird. Das passt mir ganz gut ins Konzept. Ja, ich habe ein Konzept. Das mag viele verblüffen, aber... no. So, zack, zack. Jetzt hier, zack, zack. Den habe ich ja erstmal so weiter gemacht. Bin hier nicht weiter raus. Sondern erst in der Ebene da drüber. Haben wir dann hier zwei. Und dann das so weiter diagonal quasi nach innen gesetzt. Und hier dann auch einen vorgezogen. Nee, sondern... so, bomb, bomb, bomb. Hä? Kinders. Oh Mann. Oh. So. Das erstmal. So, hier habe ich... zack, zack, zack. Dann habe ich... der hier geht schon nach außen. Okay, zack. Zack. Und hier... ah ja, der Punkt. Okay, der wäre also hier schon mal überflüssig. So. Okay, die Bugstruktur habe ich also soweit... Moment. Wasser, Holz, Holz. Holz und der ist dann aber schon... so. Nee. Doch. Denn hier habe ich dann schon den drin. Ja, aber das sieht soweit schon mal ganz gut aus, der Bug, finde ich. Den werden wir uns aber nochmal so von außen angucken. Und hier vorne werden wir auch noch das Schanzkleid erhöhen. Nochmal kurz einen Ausflug in die Seemannssprache. Als Schanzkleid bezeichnet man die Schiffsumwandlung oberhalb des Decks, wenn sie massiv ist, wenn sie also nicht durchbrochen ist. Eine Reling ist ein Geländer, wie ein Zaun, der ist offen. Ja, das ist der Unterschied zwischen Schanzkleid und Reling. Ja, und ja, damit also hier vorne nicht die Wellen überschlagen, weil die natürlich am Bug besonders hoch spritzen, wenn das Schiff mit dem Bug voran da reindrischt. Ja, deswegen wird also hier am Bug das
das Schanzkleid dann erhöht. Und da kommt auch noch ein kleines Kastell drauf. Das heißt, der Bug hier wird teilweise überdeckt. Und im Raum darunter, da hat man dann ein bisschen überdachten Raum. Genauso passiert das dann am Heck. Da kommt auch ein Kastell drauf. Das wird allerdings ein bisschen größer als das am Bug sein. So, das sieht nämlich hier schon ganz gut aus. So, ach ja. Okay, wird zwar gleich dunkel, aber hups. Die eine Schicht, und zwar ziehe ich das hier. Und dann sagen wir zu, dass wir hier oben dann das Kastell hinbauen. Wir haben ja hier unten dann Platz, wenn wir hier, genau, da können wir dann nämlich Slabs hinsetzen. Es gibt nämlich erstmal ein schönes, dünnes Deck. Und ich kann eben hier drunter ganz bequem stehen und oder Sachen unterbringen. Das Ganze hier schön ausbauen. Ja, hier können wir dann noch... ja, da kommt später noch das Kabelgatt hin, ne, wo der Anker drin aufbewahrt wird. Deswegen teile ich hier mal... Na, teilen wir mal hier ab. Teile ich also hier so einen Raum ab. Oder bereite das zumindest schon mal vor. No. Der kriegt dann auch hier oben so eine Decke. Und ja, da kann man dann von... Na, geht jetzt die Nase zu. Kann man dann von oben aus reinklettern. Haben wir eine Leiter? Reicht die, dass ich hier... Müsste doch reichen, oder? Wenn ich da jetzt hops hochspringen kann. Nö, reicht nicht. Aber was soll's? So. Nein, dich gar nicht. So. Dann brauchen wir noch Material, nämlich Slabs und Zäune. Und Leitern. Na, damit wir hier also den Bug fertig bauen können. Die Presser Plates, das ist... Na gut, die nehmen wir dann für die Messetische. Also die Messe ist die... Ach, da sind ja noch welche. Egal. Ja, quasi die Kantine an Bord. Ja, wo also gegessen wird. So, zack. Dann ja, brauche ich ja noch Stöcke und Zäune. So, und noch ein bisschen Leitern. Zumindest eine, zwei. Als genug am Lager. Ja. Denn genau, hier kommt zwar noch massive Spritzwand hin, aber dann irgendwo so ab hier. Genau, hier ist es ja dann die Treppe. Ja, hier wird das also jetzt eine Reling. Weil, Zaun, kann durchgucken. Hier müssen wir noch, das heißt, zack, da muss dann noch sowas hin, noch hier vorne, so, und da geht's dann mit Zaun weiter. Ja, ja.
dann hole ich mir hier, zack, die Slabs, damit ich hier die Decke weiter reinziehen kann. Das ist jetzt hier ein bisschen... Naja, so. Ach, ich hab ja hier... Es gibt ja doch einen recht großen Raum hier vorne, aber... gibt halt auch einiges an Ausrüstung, was immer auf so einem Schiff mit... geführt werden muss. Ne? Ersatzsegel, Tauwerk, Anker und so eine Späße. Vorräte, Verpflegung, das alles kommt hier vorne drunter. Und eventuell ist das dann hier auch der Platz, um die Kombüse zu machen. Den Bereich, das vordere Kastell haben wir dann schon mal. Dann kommt dann auch eben hier rechts und links an den Spand die Leiter, um da hoch zu kraxeln. Schwupp. Eigentlich bin ich ja fast versucht, hier noch eins raufzusetzen. Schon die Kiste, beziehungsweise die Werkbank unter Deck aufbauen. Haben wir hier Sachen? Ja, Kürbislaternen. Kürbislaternen müssen sein. Sonst habe ich hier nichts, was ich hier gebrauchen kann. Nö. Na, okay. So, schwupp. Dann haben wir doch... hier gleich eine gute Ecke für die Beleuchtung. Zack. Genau, dieser Raum hier wird ja noch der wird ja extra abgesperrt. Der ist dann nur von oben zugänglich. Doch nicht so rum. So rum. Zack, zack. Und dann müssen wir uns da oben dann nur noch eine Luke reinklopfen. Und das bietet sich fast an. Ich müsste ja hier. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Vielleicht schon da so. Ja, das ist doch... Na? Das ist doch genau das, was ich will. So, so, dann können wir... uns hier die Werkbank hinzimmern. Und... machen hier mal dicht. So, was wollte ich mir hier noch zimmern? Zäune. Ich nehme noch ein paar. So. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Schon mal was. Die Lösung hier finde ich noch nicht so schön. Da sollte eigentlich sieht es eigentlich besser aus, wenn man das so macht. Und hier die Zäune noch ein Stück weiter zieht.
Jetzt schon wieder dunkel. Hüpf. Und ab auf die Pofmatte. Eieiei, wie die Zeit vergeht. Ja. So. Schabalab. Okay. Ja, also vorne unter der Back, wie man diesen vorderen überdachten Teil dann nennt, da wird also ja, das ein Lager sein, ne, ganz vorne der abgetrennte Bereich, das Kabelgatt, wo also die Ankerkette, die Ankertaue aufbewahrt werden. Und dann dahinter nochmal der schmale Bereich, wo ja, Taue, Segel, Vorräte und so weiter untergebracht sind. Die Mannschaftsquartiere werde ich nicht dahin bauen, sondern die werden unter dem Achterkastell dann eingerichtet. Das war im Mittelalter halt noch so, dass die Trennung zwischen Mannschaft und ja, den Offizieren an Bord, sage ich mal, nicht so streng war wie später. Man sprach also allgemein bei der Schiffsbesatzung von Schiffsvolk. Es war zwar dann auch schon so, ja, später, so ab dem 15. Jahrhundert in den Entdeckerfahrten und die Zeit des Ostindienhandels, da gab es schon eine starke Trennung zwischen halt den Offizieren und der einfachen Mannschaft. Aber im Mittelalter war das, denke ich mal, noch nicht so. Es gab natürlich schon Rangunterschiede. Aber ja, ist durchaus möglich. Dieses Schiff hat auch eine Besatzung von vielleicht 10 Mann. 10, 15 Mann. Ja, das ist nicht allzu viel und die können durchaus hier eben zusammen hinten pennen unter dem Achterkastell. Weil auch einfach das Schiff noch nicht groß genug ist, um hier wirklich abgeschlossene Räume Achtern zu machen. Beziehungsweise das Vorbild der Kogge einfach hinten nur eben das Achterdeck abgedeckt hatte mit diesem Kastell eben, also so ähnlich wie wir es vorne haben. Und klar, darunter waren halt natürlich Quartiere oder Schlafräume getrennt für die Mannschaft und für die, ja, die Offiziere, die Schiffsführung. Aber halt noch gut für die Schiffsführung vielleicht die 3, 4 Leute, jeweils eine Kammer und die Mannschaft natürlich dann in einem Schlafsaal zusammen gepennt. Dann die Kombüse hier auch hinten, vielleicht noch Vorratsräume oder sowas. Und dass dieser Bereich hier um den Mast herum, das also eigentliche, der eigentliche leere Raum hier, der wurde dann genutzt, um eben die Last unterzubringen, die Fracht unterzubringen. Ja. Und so kriegen wir das hier schon passend. So, okay. Da kommt also ein Slab rein. So. Und ja, dann würde ich das nämlich hier abgrenzen. Das heißt, du kommst raus. Wie gesagt, ich bin noch nicht mal sicher, ob die Räume unter dem Vor- und Achterkastell so mit Wänden abgeschottet waren. Also weil man so eine Wand eben auf einem Schiff nicht als Wand bezeichnet, sondern als Schott, so eine Querwand. Und daher kommt eben auch der Begriff abgeschottet. Ja, ob die Räume halt eben so abgeschottet waren, wie ich das jetzt hier mache. Wenn ich hier Türen einbaue, muss ich mir auch noch dafür was einfallen lassen. Ja, aber das geht. Da können wir nämlich richtige, echte Schiffstüren einbauen. Haha, jawohl. Weil, wer schon mal auf einem Schiff war, ob es nun Fähre war oder Ozean- oder Kreuzfahrtschiff oder sonst was, der weiß, dass Schiffs- oder Türen auf Schiffen immer so eine hohe Schwelle haben.
Ne? So wie hier. Einfach damit, wenn eben Wasser auf dem Deck rumschwappt, damit das nicht durch die Tür durchschwappt in den Nachbarraum. Deswegen, naja, nicht damit die Landratten, die Nichtseeleute da immer auf die Schnauze fliegen, sondern damit eben das Wasser im Schiff nicht umherschwappt, falls, wenn es denn schon mal reingekommen ist. Ne? So, da werde ich mir auch gleich zwei Holztüren holen. Das wird lecker. Was haben wir hier? Setzlinge, Bauelemente. Türen, Bretter, Schilder. Türen, Schilder. So. Ja, ihr seht, mehr als genug Türen. Stapelbar dank des More Stackables. So, zack. Und die hauen wir dann gleich da rein. So, greifen wir so uns. Ach ja, so ergibt sich das doch, dass das alles so richtig passt, wie das sein soll. Obwohl ich ja fast versucht bin, die Türen hier von innen mal zu setzen. Mal schauen, wie das von außen ausschaut. Dahin muss ich gucken. Ja, ich finde, das sieht besser aus, wenn die von innen gesetzt sind, also eigentlich von der falschen Seite, dass sie eben nicht richtig mit der Außenseite abschließen. Kann man vielleicht auch noch so verkaufen, dass eben, wenn man die Tür hier innen anschlägt, bei offener Tür eben auch nicht so viel Gischt und Regen hier reinkommen. Na? Und dann haben wir hier einen schönen kleinen Raum, wo wir Kisten hinstellen können und das als Lagerraum hier richtig schön machen können. Das hat doch was. Vielleicht noch zwei, drei Betten rein, dass hier vorne doch ein paar Leute schlafen. Na, wird doch. Na, so ein bisschen zweite Werkbank, die wir dann da oben noch in die Ecke knallen können. Können wir da auch gleich machen. So. Na, dann kommt da eine Kiste hin, da eine Doppelkiste hin. Da haben wir noch hier jede Menge Platz für Zeug. So, werden wir also erstmal hier den vorderen Teil einrichten. So, mal sehen, was können wir denn hier noch mitnehmen? Kisten, ja, ein, zwei Öfen werden wir brauchen. Bücherregale nach hier hinten für die als Kartenschrank. Was haben wir hier noch rumfliegen? Pistons. Könnte man höchstens irgendwo zur Dekoration noch reinsetzen. Betten bei Waffen und Werkzeugen. Okay. Waffen, Werkzeuge. So, komm her hier. Betten. Oh, so. Mehr als genug von denen da. Die lassen sich halt eben leider nicht stacken. So, und den Cobblestone können wir hier zusammen stacken. So, hüpf und zack, zack, rein hier. Dann kommt eben da und da eine Doppelkiste hin. Und da noch eine Doppelkiste. Dann haben wir die Werkbank daneben. Und ja, mit einem Ofen muss man natürlich auf dem Schiff immer vorsichtig sein, weil Holz, ne, und Feuer und so, das passt alles nicht so richtig zusammen. Deswegen werden wir den hier mal einsetzen, denke ich mir, und drumrum. Drumrum, das alles wird gemauert, sprich Cobblestone. Zack, zack, zack. Oh, nicht, dass da das Schiff in Flammen aufgeht. So. Axt. So. So. Ja, auch eine schöne. Zack, zack. So. Da geht's rein. Da haben wir halt hier auch den Platz für den Koch. Ist zwar jetzt nicht symmetrisch. Könnt ihr natürlich hier einfach zwei Öfen reinhauen. No. Machen wir doch. Das heißt, dann habe ich zwar hier den Kielbalken. Nix, irgendwie müsste ich den hier raushauen.
Ja, machen wir es einfach. Nennt mich Popetrisch, aber wieso? Ich habe doch hier unter dem auch. Dann kann ich doch hier auch, ne? So, zack. Und dann kommt hier, zack. So, da kommt einer hin und da setzen wir uns einen Dispenser hin. Ach, und es wird ja gleich wieder Nacht. Auf, dass es mal wieder kracht, wenn die Creeper unterwegs sind. Wo habe ich denn hier? Ich muss da hier auch noch Dispenser haben. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich hier keine Dispenser übrig habe. Bauelemente, Furnace, Furnace, Furnace. Furnace. Okay. Hä? Okay, dann bauen wir uns eben ein. Na, und bist du nicht willig, gebrauche ich ein Crafting Table. So, und ich glaube, wir haben jetzt hier schon wieder den dritten oder vierten Tag mit den Bauarbeiten verbracht. Das heißt, ich werde hier einfach wieder mal die Aufnahme beenden und offscreen. Dann weiterbauen, da also dann das Heck vom Rumpf bauen und die Innenausstattung dann vielleicht noch ein bisschen machen. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der Ra und dem Segel. No? Bis dahin, Atschü mit Ü.